Na, wer kennt das Project Ten Pan noch? Ich habe das früher echt gerne gemacht. Ich glaube, es gibt sogar noch Videos hier auf dem Kanal. Ich habe einfach Produkte, die zum einen nicht ganz so lange halten, die ich jetzt langsam halt einfach aufbrauchen sollte, weil ich sie schon länger habe. Oder auch Produkte, die doch dann wieder eine Weile lang gestanden sind. Und mit denen machen wir jetzt das Project Ten Pan, dass die einfach leer werden. Und ich würde einfach sagen, wir legen los nach dem Intro. Hallo, ich bin Coco vom Kanal Die kleine Coco und ich habe mir überlegt, mal wieder ein Project Ten Pan zu machen. Ich habe einfach etliche Produkte, die jetzt langsam leer werden sollten. Zum einen Produkte, die ich regelmäßig verwende, aber auch Produkte, die ich einfach nicht mehr verwende. Und wenn ich da jetzt nicht dahinter her bin, dann wird das nicht leer. Wir fangen mal an. Ich habe das jetzt ein bisschen anders gemacht. Früher habe ich die Stände immer angezeichnet von den Produkten. Ich habe es jetzt einfach mal abgewogen. Und ich würde in einem Monat würde ich euch die Produkte nochmals zeigen, nochmals wiegen, also im Vergleich. Hamamelis-Wasser hat eine ganze Zeit lang zu meiner Gesichtspflegeroutine gehört. Bringt eigentlich im Endeffekt gar nicht so viel. 46 Gramm. Als ich mein letztes Rosenwasser leer gemacht habe, in meinen Fläschchen im Badezimmer gefüllt habe, dachte ich mir schon, yes, leer. Und nein, war nicht leer. Ich hatte das noch im Reserveschrank. Also die zwei Sachen zählen für mich als eins, weil das ist fast leer. Dann haben wir hier zweimal Trockenshampoo. Die sind beide fast noch voll. Wer mich kennt, weiß, ich verwende Heilerde inzwischen als Trockenshampoo, das funktioniert einfach besser. Und allein schon wegen der Verpackung auch, das spart sich sehr, sehr viel ein. Nichtsdestotrotz ist es trotzdem geschickt, wenn du mal in Urlaub fährst und eben so ein Trockenshampoo in so einer Flasche hast, kann man sich ja auch besorgen. Ist ja kein Problem. Ich dachte mir immer so, hey, wenn ich es mal brauche und so, aber hey, wenn ich wirklich mal verreisen sollte, dann kann ich es mir noch kurzfristig im DM holen. Beide Flaschen noch fast voll. Eine hat 179 Gramm, die andere 181 Gramm. Dann kommen wir mal zu dem Thema Deo. Und zwar möchte ich ein paar Deos testen. Und dazu muss ich aber erstmal die, die ich habe, leer kriegen. Und ich denke schon, dass mir das gelingen wird. Das CD war gar nicht schlecht. Das war Cotton, glaube ich. Baumwollblüte, genau. Hat wie frische Wäsche gerochen. 104 Gramm. Ich werde auf jeden Fall immer die Grammzahlen hier unten reinschreiben. Habt ihr wahrscheinlich auch schon gesehen. Das Benecos Deo finde ich auch nicht schlecht. Riecht nach Pfirsich- und Holunderblüte. Das hat 59 Gramm. Und das Ponyhütchen wird und wird und wird nicht leer. Kennt ihr so Produkte? Ich meine, ich bin ja einerseits schon froh, aber ich habe das halt jetzt einfach auch schon ewig. Und Kosmetik hält halt auch nicht ewig. Also es riecht immer noch gut. 90 Gramm. Und da bin ich ganz fest daran, dass ich das jetzt gerade leer mache. Dann haben wir eine Sache. Ich habe jetzt ja vor kurzem ein Video gemacht über Aprikosenöl. Und da habe ich gelernt, das gehört eigentlich in den Kühlschrank, weil ungesättigte Fettsäuren habe ich eben nicht gemacht. Aber so unwahrscheinlich viel ist auch nicht mehr drin. Ich denke schon, dass ich das aufgebraucht bekomme. 118 Gramm. Dann haben wir ein Produkt, das verwende ich auch noch regelmäßig. Unregelmäßig, regelmäßig. Und zwar ist das das Hagebuttenöl. Das brauche ich gar nicht machen, jetzt verwechselst du es wieder mit der anderen Kamera. Ist von Set in Natural, aber da kannst du ohne weiteres jedes andere auch verwenden. Das ist eine richtig tolle Pflege, kann ich echt empfehlen. Gehört halt allerdings wirklich in den Kühlschrank, weil es schnell kippt. Und durch das, dass ich das jetzt einfach schon so lange habe, eben so lange auch schon offen, muss es jetzt einfach auch mal leer werden. Und man sieht nicht rein. Vielleicht so von der Pipette her kann man sich es ungefähr ausrechnen. 112 Gramm.
Ich habe ein Kadi Shampoo und zwar das Amla Kadi Shampoo. Schwieriges Produkt. Also ich weiß noch, als ich das gekauft habe und versucht habe zu verwenden, habe ich Schuppen gekriegt. Ich versuche es jetzt nochmal zu verwenden, wenn es auf dem Kopf nicht funktioniert, verwende ich es für die Wäsche. Es muss jetzt einfach mal gehen, ne? Also aufheben bringt ja auch nichts. Dann ein Produkt, was ich regelmäßig verwende, was aber nicht lange geöffnet sein soll, hält nur ein halbes Jahr. Und zwar ist es der Sonnenschutz. Man sieht schon, wie viel noch drin ist. Ungefähr bis hier. Das finde ich ganz krass, dass man da so durchgucken kann. Lichtschutzfaktor 50, den werde ich noch näher vorstellen. Ist für Kinder. Verwende ich jeden Tag als Tagescreme. Und ich finde die 6 Monate finde ich echt heftig, dass das bloß so lange hält. Aber gut, ich meine, kriegt man schon leer und ich bin da jetzt einfach so ein bisschen mehr dran, da einfach mehr noch zu verwenden. Dann haben wir die Face Deori Cream. Da wird man es jetzt zwar sehen, weil das hier so eine durchsichtige Packung ist. Das ist die Hyaluroncreme. Durch das, dass ich momentan so viele Sachen fürs Gesicht habe, eben auch das Algebuttenöl, ist es für mich manchmal schwierig zu entscheiden, was ich jetzt nehme. Und die ist seit letztes Jahr Oktober auf, habe sie jetzt auch schon zur Hälfte leer, aber nichtsdestotrotz sollte sie jetzt halt einfach auch mal leer werden. 59 Gramm. Und jetzt haben wir noch ein Produkt. Das ist das Altera Gesichtswasser und das ist schwierig. Ich habe schon mal jetzt so ein Gesichtswasser leer gemacht. Ich verwende nichts mehr mit Alkohol im Gesicht und dann verwende ich es halt einfach an anderen Körperstellen. Auch mit parfümierte Sachen im Gesicht bin ich echt vorsichtig geworden. Weil ich habe ja alles umgestellt. Boah, das riecht so nach Alkohol, das ist brutal. Und das versuche ich eben jetzt auch mal leer zu machen, dass es einfach weg ist. Ja, Project Tenpan. Meine Aufgabe ist es jetzt, in einem Monat kriege ich nicht alles leer, ist klar. Aber so viel wie möglich aufzubrauchen und euch ja, mitzunehmen, wie ich die Produkte aufbrauche. Und es ist halt einfach auch wichtig, sich nicht immer nur Produkte zu kaufen und die hinzustellen. Habe ich früher so gemacht. Sondern wirklich, die Sachen werden ja nicht besser. Und ich kenne noch genug Leute auf YouTube, die halt wirklich unwahrscheinlich viel Zeug noch aufgestaut haben. War bei mir früher auch so. Bin froh, dass ich da in der Hinsicht nicht mehr so bin. Aber ich will halt einfach auch mal neue Produkte jetzt testen, gerade bei den Deos beispielsweise. Und da gucke ich natürlich hin, dass ich die einfach ein bisschen schneller verbrauche. Ich melde mich ab, sage danke fürs Einschalten, gebt mir doch einen Daumen nach oben, falls dir mein Video gefallen hat. Ihr wisst, mein Abo ist kostenlos und wir sehen uns beim nächsten Mal. Macht's gut, tschüss!